Hallo Marius, Ebert hier. Ich bin gerade in einer Lehrveranstaltung auf den Satz gestoßen, der von jemandem behauptet wurde, nämlich der Satz, Ertrag sei eine Geldeinnahme. Und es wird angeboten oder es wurde angeboten, sich als Vorstellungsbild vorzustellen, dass Ertrag bedeutet, dass Geld in die Tasche reingeht. Und ich muss dazu Stellung nehmen, denn dieser Satz ist falsch. Und ich will es genau erklären. Richtig ist der Satz Ertrag gleich Wertezuwachs. Diesen Satz kann man sich als Grundprinzip merken, der ist immer richtig. Das ist also richtig, aber der Satz darüber ist falsch. Was derjenige hier gemacht hat, er hat ein Prinzip verletzt. Und dieses Prinzip hat Albert Einstein mal, also es wird ihm zugeschrieben. Ich weiß, ob er es wirklich gesagt hat, weiß ich nicht. Hier ist das Prinzip. Man muss die Dinge so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. Und diesen zweiten Teilsatz des Zitats hat der Lehrende verletzt. Er hat versucht, an einer Stelle zu vereinfachen, wo man nicht weiter vereinfachen darf. Und damit einen falschen Leitsatz geprägt und damit führt er seine Studierenden in die falsche Richtung. Und ich will das genau erklären. In Wirklichkeit, wenn wir Ertrag und Wertezuwachs in eine Beziehung stellen, haben wir drei Fälle. Wir haben drei Fälle, und zwar der erste Satz in Wahrheit haben wir, wenn wir Ertrag und Geldeinnahme in Beziehung stellen, drei Fälle. Drei Fälle, was die Beziehung Ertrag und Geldeinnahme angeht. Der erste Fall ist tatsächlich Ertrag gleich Geldeinnahme. Das kann also stimmen. Der Fehler, der gemacht wurde, war, diesen Satz zum allgemeinen Prinzip zu erheben, als ob das immer so sei. Und es ist nicht so. Es gibt den zweiten Fall, der da heißt, Ertrag ist eben ungleich Geldeinnahme. Und der dritte Fall ist Geldeinnahme ist ungleich Ertrag. Und für den ersten Fall, den derjenige zum allgemeinen Prinzip erhoben hat, gibt er ein Beispiel. Und dieses Beispiel, das er gibt, heißt Warenverkäufe. Und schon an dieses Beispiel muss man ein Fragezeichen machen, denn es wird bemüht als Beispiel für den Fall, dass Ertrag gleich Geldeinnahme ist. Was aber ist, wenn die Warenverkäufe auf Ziel erfolgen? Was ist denn dann? Dann haben wir zwar einen Ertrag, aber eben noch keine Geldeinnahmen. Und das kann für ein Unternehmen entscheidend sein. Und deswegen muss ich das an dieser Stelle genau aufdröseln. Wenn wir sagen, Warenverkäufe ist ein Beispiel für Ertrag gleich Geldeinnahme, dann ist das nur richtig, wenn wir sagen, Warenverkäufe gegen Bar. Also, das ist der Eisverkäufer, bei dem man sich ein Hörnchen kauft mit zwei Kugeln Eis und das sofort bezahlt. Dann hat der Eisverkäufer sofort das Geld. Er hat seine Ware verkauft und hat sofort auch eine Geldeinnahme. Aber das ist nicht die Regel, sondern sehr häufig kommt es vor,
dass Warenverkäufe auf Ziel erfolgen. Warenverkäufe auf Ziel sind ein Beispiel für Ertrag und keine Geldeinnahme. Zumindest im Moment noch nicht. Wenn wir Waren verkaufen auf Ziel, buchen wir per Forderungen den kompletten Betrag an Umsatzerlöse und an Umsatzsteuer. Wir haben aber keinen Geldzufluss. Wir haben einen Zufluss auf dem Konto Forderung, das ist eben gerade kein Geld. Forderung ist nah am Geld, aber ist eben kein Geld. Und das kann für ein Unternehmen kriegsentscheidend sein. Denn das Unternehmen kann seine Rechnungen nicht mit Forderungen bezahlen, die es gegen andere Unternehmen hat. Es kann allenfalls diese Forderungen zu Geld machen. Das nennt man Factoring. Aber es kann eben nicht mit Forderungen bezahlen. Von daher ist Warenverkäufe auf Ziel ein Beispiel dafür, dass wir einen Ertrag haben, aber eben noch keine Geldeinnahme. Und wenn zwischendurch der Jahresabschluss erfolgt und wir haben ein Zahlungsziel dem Kunden angeboten für, sagen wir, von 6 Wochen und wir machen den Verkauf Anfang Dezember, dann kommt, wenn der Kunde pünktlich bezahlt, das Geld erst im neuen Geschäftsjahr, Jahresabschluss 31.12. unterstellt, kommt erst Mitte Januar. Wir haben also 6 Wochen einen Ertrag, aber keine Geldeinnahme. Ich werde das gleich noch genauer beleuchten. Und der dritte Fall ist Geldeinnahme, aber kein Ertrag. Und das Beispiel ist in diesem Fall zum Beispiel eine Umsatzsteuerauszahlung vom Finanzamt. Wir stellen uns vor, wir machen ein Unternehmen gerade neu auf. Wir kaufen erstmal Maschinen und alles Mögliche und wir verbuchen das ja als Vorsteuer, Vorsteuer, Vorsteuer. Wir haben aber noch gar nicht so viel verkauft. Das ist relativ normal, dass man erstmal ziemlich viel Geld ausgibt und in jedem dieser Käufe die Vorsteuer drin ist, die ja eine Forderung ist gegenüber dem Finanzamt. Und dann, wenn man mehr Vorsteuer hat als Umsatzsteuer, also das wäre unser Beispiel, Vorsteuer größer Umsatzsteuer. Das ist nicht der Regelfall, das ist der Ausnahmefall. Aber der kann passieren, gerade wenn man ein Unternehmen gerade neu aufmacht. Dann bekommt man diese Vorsteuer vom Finanzamt zurückerstattet. Und das ist eine Geldeinnahme, aber es ist kein Ertrag. Der Erfolgskontenkreis wird nicht berührt, sondern es bleibt im Bestandskontenkreis. Es ist eine Verbuchung, die rein in der Bilanz erfolgt, nicht im Erfolgskontenkreis. Wenn wir uns jetzt vorstellen, das ist A, das ist B, das ist C, 3 Fälle, von denen ein Fall zum allgemeinen Prinzip erhoben wurde, was falsch ist. Und wenn wir uns B und C nochmal genauer anschauen, B war der Fall, wir haben einen Ertrag, aber eben noch keine Geldeinnahme. Und C war der Fall, wir haben eine Geldeinnahme, aber es ist eben kein Ertrag. Es ist nur eine Geldeinnahme. Dann sollten wir uns diesen Fall, wenn wir über Forderungen buchen, nochmal ganz genau verdeutlichen, weil das wirklich entscheidend sein kann für das Unternehmen. Und zwar, unser Beispiel war Warenverkauf, aber eben nicht gegen Bar, sondern auf Ziel. Das heißt, wir räumen dem Kunden, unserem Kunden, ein Zahlungsziel ein. Und in dem Fall buchen wir per Forderungen, ich nehme jetzt mal Beträge und ich nehme 10% Umsatzsteuer, damit ich hier schnell rechnen kann. Per Forderung 10.000. Das ist das, was der Kunde an uns bezahlen muss. An Umsatzerlöse 9.000, an Umsatzsteuer 1.000. 10% Mehrwertsteuer unterstellt. Ja, es geht nur um das Prinzip. So. Und jetzt kommt der Jahresabschluss.
dann wandern diese Umsatzerlöse in die Gewinn- und Verlustrechnung als Ertrag und werden verrechnet mit den Aufwendungen, die wir haben. Und nehmen wir an, es bleibt dann am Schluss als Saldo ein Gewinn übrig. Diese Umsatzerlöse von 9.000 Euro führen dann letztlich zu einem Gewinn von mir aus 7.000 Euro, weil wir entsprechende Aufwandsposten hatten. Dann müssen wir diese 7.000 Euro versteuern. Obwohl, und das ist hier die andere Seite, das Geld gar nicht da ist. Unser Gegenkonto ist das Konto Forderungen und nicht das Konto Kasse oder Bank. Ja, erst sagen wir, unser Zahlungsziel ist 6 Wochen, das heißt also erst im Januar, Mitte Januar, kommt der erlösende Buchungssatz, der da heißt per Bank Anforderungen. Ja, hoffentlich kommt er. Per Bank 10.000 Anforderungen. Forderung LL, ne, Forderung aus Lieferung und Leistung, lasse ich jetzt auch weg, 10.000. Das ist der erlösende Buchungssatz, wo wir den Geldeingang haben, die Geldeinnahme haben. Das ist aber in meinem Beispiel 6 Wochen später. Wenn wir Glück haben, was ist, wenn der Kunde nach 6 Wochen nicht zahlt? Ja, was machen wir denn dann? Die Antwort ist im Prinzip gar nichts, außer eine Mahnung schreiben. Aber wir können ja nicht mit der Pistole dahin gehen und sagen, Kunde, zahl jetzt. Vielleicht kann der Kunde gar nicht zahlen. Das heißt, wenn ich hier sage, zwischen diesen beiden Buchungssätzen liegen 6 Wochen, weil wir 6 Wochen Zahlungsziel einräumen, dann können aus diesen 6 Wochen 8 Wochen werden, 10 Wochen, 12 Wochen, 14 Wochen. Und wir haben immer noch in unserer Gewinn- und Verlustrechnung einen Gewinn gehabt, für den wir versteuern müssen. Und die Steuern müssen wir bezahlen. Die Steuern sind tatsächlich ein Liquiditätsabfluss. Aber das Geld auf der anderen Seite haben wir noch gar nicht eingenommen. Und was ist, wenn die Forderung ausfällt? Ja, wir können die Forderung erst komplett abschreiben, wenn der Forderungsausfall komplett feststeht. Ja, das kann Jahre später sein. Jahre später. Und wir haben gebucht. Per Forderung und nicht per Bank oder Kasse an Umsatzerlöse. Und die Umsatzerlöse sind der Ertrag. Aber hier ist eben kein Geldeingang. Wie hat das gesagt? Keine Geldeinnahme. Geld, keine Geldeinnahme. Keine Geldeinnahme. Kein Geldeingang. Forderungen sind eben kein Geldeingang. Keine Geldeinnahme. Ja, und das ist ein extrem wichtiges Beispiel, das man verstehen muss. In der Gewinn- und Verlustrechnung werden Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt, das heißt Wertezuwächse und Werteverzehre unabhängig vom Geldzufluss. Und deswegen ist es ein sträflicher Fehler, wenn man Ertrag gleich Geldeinnahme als Leersatz prägt. Falsch. Ertrag kann Geldeinnahme sein, ja. Wir haben gerade gesehen, wenn der Kunde sofort bezahlt beim Eisverkäufer. Aber in vielen, vielen Fällen, und das ist mein Fall B, ist es eben nicht so. So, und jetzt haben wir den dritten Fall. Wir haben eine Geldeinnahme, es ist aber kein Ertrag. Und ein ganz klassisches Beispiel ist hier eine Kreditauszahlung. Eine Kreditauszahlung bedeutet, dass wir eine Aktiv-Passiv-Mehrung haben. Das heißt, ein Vorgang rein in der Bilanz. Aktivseite, Passivseite. Die Bank schreibt uns, sagen wir wieder 10.000 Euro. 10.000 Euro auf unserem Bankkonto gut. Auf der anderen Seite steigen unsere Verbindlichkeiten um 10.000 Euro. Bank steigt und Verbindlichkeiten steigt. Ist das ein Ertrag? Nein, es ist kein Ertrag. Es ist ein Geldeingang, eine Geldeinnahme, aber es ist kein Ertrag. Ja?
So, was ist also der Fehler? Ich wiederhole, der Fehler ist, einen der drei Fälle zum allgemeinen Prinzip zu erheben und damit den Studierenden in die falsche Richtung zu führen. Und das ist eigentlich das Schlimme hier. Denn wenn wir doppelte Buchführung betreiben, und darum ging es in dieser Lehrveranstaltung, dann haben wir als Ergebnis der doppelten Buchführung am Ende die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Die Bilanz ist das T-Konto, das große, große Abschluss-T-Konto, wo der Bestandskontenkreis zusammenläuft. Und das Gewinn- und Verlustkonto ist das große T-Konto, wo der Erfolgskontenkreis zusammenläuft, das heißt alle Ertragskonten und die Aufwandskonten. Ja, ich habe das oft genug gezeigt in vielen Videos, wie man das abschließt und so weiter. Ertragskonten und Aufwandskonten laufen zusammen im Gewinn- und Verlustkonto. Das Gewinn- und Verlustkonto wird dann nachher abgeschlossen über das Konto Eigenkapital. Auch das habe ich oft erklärt. Worum es mir hier jetzt geht, ist, dass hier der falsche Eindruck erweckt wird. Diese Gewinn- und Verlust-Gegenüberstellung auf diesem T-Konto sei eine Liquiditätsbetrachtung. Und das ist falsch. Diese Gewinn- und Verlustbetrachtung ist eine Betrachtung der Werteveränderungen, völlig unabhängig davon, ob Geld zugeflossen ist oder nicht. Und das zu verstehen, ist für einen Unternehmer entscheidend. Ja, ein Unternehmer muss natürlich sehen, dass er Gewinne erzielt, aber er muss auch seine Liquidität sichern. Und die Gewinn- und Verlustrechnung ist nicht der Platz, wo man das tut, weil die Liquiditätszu- und Abflüsse nicht gleichzusetzen sind mit Ertrag und Aufwand. Sondern man muss eine Nebenrechnung führen, indem man einen Liquiditätsplan macht. Ja, das ist was anderes. Da muss man alle Zahlungszuflüsse und alle Zahlungsabflüsse erfassen, unabhängig davon, ob es Erträge oder Aufwendungen sind. Das heißt, auch wenn man einen Kredit ausgezahlt bekommt, ist das ein Liquiditätszufluss, aber wie wir gerade gesehen haben, ist es eben kein Ertrag. Aber für die Liquidität ist es natürlich eine wichtige Größe. Ja, also Liquiditätsbetrachtungen. Liquiditätsbetrachtungen sind nicht die Betrachtung der Gewinn- und Verlustrechnung. Und dieser Eindruck wird fatalerweise hier erweckt. Liquiditätsbetrachtungen macht man im Liquiditätsplan. Und die Größen, die man hier gegenüberstellt, sind die Auszahlungen und die Einzahlungen. Alles, was die Konten Kasse, Bank und von mir aus Poststeck erhöht, sind Einzahlungen. Und alles, was die Konten Kasse, Bank und Poststeck reduziert, sind Auszahlungen. Unabhängig davon, ob es Erträge sind und Aufwendungen oder sonst irgendwas. Und damit sichere ich meine Liquidität. Liquiditätsbetrachtung und Wertveränderungsbetrachtung sind also zwei unterschiedliche Dinge. Und wenn jemand hingeht und diese Dinge gleichsetzt und sagt, Ertragskonten sind Geldeinnahmekonten, dann lenkt er seine Studierenden in die falsche Richtung. Und ich muss das richtigstellen. Denn wenn man das nicht verstanden hat, dann passiert einem möglicherweise genau das, was ich gerade beschrieben habe, dass man Ertrag missversteht als immer einen Geldzufluss. Und wenn man dann dem Kunden ein Zahlungsziel einräumt, dann wird man schmerzhaft feststellen, dass man eben keinen Geldzufluss hat. Dass also diese Gleichsetzung nicht gestimmt hat. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.